Ich war ja jetzt in Leipzig auf dem Rohkost-Potluck gewesen. Und ich habe da aber keine Filmaufnahmen und auch keine Bilder gemacht. Das war für mich nämlich relativ stressig oder ziemlich stressig. Das könnt ihr daran sehen. Schaut mal hier. Ich muss kurz suchen. Ein Haar ist nämlich weiß geworden. Das hier, ihr könnt das so in der Reflexion so ein bisschen sehen. Da seht ihr das weiße Haar. Das war definitiv vorher nicht da. Das sieht ja jetzt. Man sieht auch, wie richtig krass weiß das ist. Also, es war schon extrem anstrengend für mich. Es war schwieriger als Trockenfasten. Zur Erklärung, ich hatte den Tag vorher zweimal richtig hart trainiert. Am Freitag war das. Also richtig hart trainiert, aber dann wollte ich noch eine Stunde zu meinen Eltern fahren. Mit dem Fahrrad, weil mein Bruder gerade da war und ich was bereden wollte. Bin dann aber noch eine Stunde hingefahren, obwohl meine Beine schon total schwer waren. Dann bin ich noch eine Stunde direkt zurückgefahren also ich war eine Stunde da, dann bin noch eine Stunde zurückgefahren, dann habe ich nicht geschlafen, kein bisschen. Dann habe ich 7 Stunden beim Autofahren durchgelabert, ohne Pause. Dann war der Potluck, dann war Tanzen, 2, 3 Stunden, ohne Pause. Dann war nochmal circa eine Stunde laufen, auch nicht richtig zur Ruhe gekommen, nie so richtig geschlafen irgendwie. Und ja, weiß auch nicht. Jetzt haben wir halt Dienstag und jetzt habe ich nicht gerade erst angekommen, also vor 2 Minuten. Und zwar jetzt von Haustür zu Haustür 12 Stunden Reise nochmal. Ja, und dann kann mal so ein weißes Haar entstehen und ich kann euch auf dem Laufenden halten, ob und wann dieses weiße Haar dann wieder verschwindet. Ihr seht auch, dass mein Gesicht schlanker geworden ist. Also ich habe 5 Kilo mindestens abgenommen, vielleicht 7 Kilo jetzt in den letzten Tagen. Also deutlich schlanker geworden, sehe ich gerade. Ja, ich habe halt auch nichts gegessen dann die ganze Zeit, die letzten Tage zusätzlich noch. Also entweder gar nichts getrunken, gegessen oder halt nur Saft und Saft getrunken. Und dadurch kam das zustande. Ja, das Potluck selber war richtig geil, aber ich habe jetzt nicht so konkrete Eindrücke. Für mich war das halt, ich will nicht sagen normal. Also es war richtig geil, die ganzen Leute zu treffen, also in Real zu treffen. Ich bin halt sehr verspätet halt auch angekommen, weil ich ja morgens schon losfahren musste und dann war ich dann erst nachmittags da so. Ja, das Essen, also das Buffet war dann halt schon weg, aber ich wollte ja eh nichts essen und habe dann auch eine Melone hingelegt, habe mich kurz umgedreht, dann war die auch wieder weg. Ja, war auf jeden Fall richtig geil, die Leute zu treffen. Und vielleicht bin ich nächsten Monat auch dabei. Ja. Genau, dann könnt ihr Videos dazu, gibt es dann von Silke und von Christian. Und es gibt auch noch von einer dritten Person ein Video, vielleicht verlinke ich das, wenn ich das nicht vergesse. Genau, wollte ich noch kurz sagen, also besonders das mit dem weißen Haar, mit der Anstrengung, das wollte ich erwähnen. Und das könnte halt spannend sein, wie sich das entwickelt, also ob und wann das halt wieder weggeht, vielleicht nach ein paar Tagen schon oder so. Oder wenn ich gleich ein bisschen meditiere, ist vielleicht schon wieder weg. Ciao.